dann schauen wir mal, wie die Runde sein wird. It's the main phase of the first turn. Ich glaube, ich mache gar nichts im ersten Turn. Der Gott des Krieges ist auch dabei. Kratos. Den Avian. Und sind gar nicht mal so starke Monster unterwegs. Hätte ich theoretisch mit dem hier sogar gewinnen können. Vielleicht. Ja, nee. Mit der mit dem Unterschied nicht. Hat der eine Falle? Nee, das ist die da, oder? Okay. Das war interessant, dass es da links war. Ich dachte, das wäre da oben. Man zerstört Fallgruppe. Okay. So, you're taking a wait and see approach. Ja, das hätte ich nicht geschafft. Das ist aber okay. We end our turn. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ressourcen und können mal ein bisschen was machen. So. Ja. Machen wir das so. Und ja, die Falle brauche ich noch nicht, glaube ich. Oh, Gagaga Magier? Oh Gott, der haut hier sau viele Monster raus. Ja, Gagaga Magier, okay. Mhm. Hallo. Enter the battle phase. Was macht der? Oh. Der macht einfach 200 Angriffspunkte am Anfang der Battle Phase. Der wird in Verteidigung gedreht. Okay. Ja. Yeah. Sure. Hallo. So viele Zauberkarten, die hier benutzt worden sind. Hallo. Oh, Passo, vielen Dank fürs Cheering. So, dann spielen wir jetzt mal langsam. Oh. Was, ich schick das Bossmonster zu mir rüber, oder was? Eieiei. Oder? Nee, das ist nicht Bassi, das ist der... Ist der andere Spieler? Nee, die schicken sich das... Ah, okay, da hinten. Er hat sogar Synchro-Variante. Was kann der Synchro?
Am Ende der Wettphase zerstöre alle Monster in Verteidigungsposition. Wow. Das heißt, er zerstört mein Lilibell. No. Er verringert die ATK von Bassis Monster. Okay, das ist gut. Dann kann ich die ATK von seinem Monster verringern. Die lässt der Attack gehen. Wow, die crashen dann sogar. Und der verliert jetzt aber nochmal. Das heißt, ich komme darüber. Aber ich habe auch noch die Falle. Das heißt, ich kriege ja eh nochmal mehr Angriffspunkte. Wiedergeburt! Eieieiei. Kriegt ihr da auch die Angriffspunkte drauf? Okay. Gott, was für ein Massaker hier. Hier geht ja alles ab. So viel Action hier, eieiei. So, die wird jetzt zerstört von dem, ne? Danke. Wow. Ziemlich uncool. Das ist sehr nett. Hallo Lasercharger. Ja, Basti kriegt jetzt gleich ganz viele Angriffspunkte ab. Er hat den Blauäugigen. Nein, damit zerstört er mir mein Monster. Ah. Ja, ich muss den mal irgendwie besser upgraden, mein Firewall, damit er nicht gegen... Der Blaue, ich werde den jetzt einfach schießen. Ja. Aber ja, Basti hat jetzt nicht sehr viel Verteidigung. Aber gut, ich kriege jetzt noch ordentlich Life Points zurück, weil ich Basti nochmal direkt angreifen darf. Ich weiß nicht, ob er das hat, aber er muss auf jeden Fall stärker werden. Wie kann trotzdem... Wie viele Fähigkeiten hatten der bei dem? Wow. Der hat schon 3 Fähigkeiten, also wahrscheinlich freigeschaltet bei dem. Beim Francesco. Und Basti hat noch 100. Vielleicht kann ich mich retten, indem ich einfach in Dev setze. Oh, ich weiß nicht, wie viele Fähigkeiten hat er. Das ist nur die Zerstörungsfähigkeit, ne? Der hat mehrere. Ja. Ah, ich glaube, das war's dann. Ich glaube, Basti wird gleich, Aber ich, das heißt, gewinne ich die Runde? Ne, ich glaube, Francesco kriegt noch mehr Lebenspunkte durch den durchschlagenden Kampfschaden. Ah, ne, warte mal, ich weiß gar nicht, wie viele Attack hatten der noch? 1,8. 800 immer noch. Nein, warte mal, da habe ich doch mehr Lebenspunkte, glaube ich. Es sei denn, die Fallenkarte ist stark, die er da gesetzt hat. Schild und Schwert. Okay, das ist mir egal. Jetzt habe ich sogar mehr Def. Danke. Ich glaube, ich gewinne die Runde dann, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte kriegen wir durch Basti, weil Basti
keine Defense hat. Kriegt er jetzt die Lebenspunkte? Die 100, ja, okay. Aber ich krieg 50 noch, okay. Oder auch nochmal 100. Wow. Ja, das macht keinen Unterschied mehr. Der macht keinen durchschlagenden Kampfschaden. Ich gewinne mit 300 Life Points weiter. Wow, was für eine Runde. Gerade noch so knapp gewonnen. Weil Basti sich aufgeopfert hat. Für unser Duell.